Ich habe wieder ein Hot New Make-up für euch und es ist noch gar nicht so lange her, dass ich das letzte hochgeladen habe. Zumindest wenn ich mich dran halte, das hier so schnell wie möglich zu bearbeiten. Ich habe einige Sachen bestellt, auch einige Sachen wieder zugeschickt bekommen. Ich habe mir das jetzt hier schon mal in so Kategorien unterteilt und habe mal wieder leider viel zu viel, um das in ein Video reinzubekommen. Das heißt, es wird wieder einiges übrig bleiben, um wieder das Körbchen voll zu füllen für das nächste Hot New Make-up. Ich habe, glaube ich, 4 Lidschattenpaletten oder 5 sogar und einen Haufen anderes Zeug. Und ich habe jetzt auch wirklich das erste Mal seit langer Zeit wieder Make-up von mir aus bestellt, weil mir jemand geschrieben hatte, dass ich ein paar MAC-Produkte ausprobieren soll und ich habe bisher nur MAC-Lidschatten daheim. Ich habe noch nie einen Lippenstift von MAC getestet, ich habe noch nie das Setting Spray getestet und heute kommt dann auch noch der Paint Pot zum Einsatz. Also ich bin sehr gespannt drauf, ob die Produkte wirklich den Hype wert sind. Jetzt würde ich auch einfach sagen, wir fangen mal direkt an mit der Vorpflege. Ich habe hier einige Sachen von Dalton zugeschickt bekommen und zwar habe ich hier einmal das Sun Care Prevent and Control Sonnenspray. Das sprüht man sich halt einfach so auf die Haut und ihr kennt es bestimmt, es gibt ganz viele solcher Sprays. Das sprüht man sich einfach so auf die Haut, da kommt jetzt gerade nur ein Strahl raus, keine Ahnung warum. Aber so sieht die Konsistenz aus, es ist sehr dünnflüssig. Das hat auch nur ein SPF von 30, riecht aber sehr angenehm. Es riecht auch überhaupt nicht so wie die typische Sonnencreme, sondern eher wie so eine ganz leichte Pflegelotion. Werde ich aber nicht benutzen, weil es erstens bei mir mitten in der Nacht ist und zweitens, weil ich sowas gerne für Schwimmbad oder so nehme. Ich wollte es euch einfach nur zeigen, weil ich das halt zugeschickt bekommen habe. Ich werde aber nicht dafür bezahlt, dass ich euch die Produkte zeige. Also das tue ich jetzt gerade aus freien Stücken. Dann habe ich ja auch noch von Dalton eine Sensitive Care Derma Balance Creme. Das soll man morgens und abends benutzen. Die habe ich noch überhaupt gar nicht aufgemacht. Sieht die Creme dann aus, wenn man sie rausholt. Also echt cool. Ich liebe die Dalton Produkte. Das werde ich dann austesten, vielleicht nach dem Video. Und ich habe auch noch andere Produkte, aber ich weiß gar nicht, wo die jetzt gerade wieder rumfliegen. Und dann habe ich noch ein Face Care Freshen Up Feuchtigkeitsspray. Kann man immer so zwischendrin benutzen. Und das ist halt auch wie eine Art Setting Spray. Das können wir vielleicht am Ende zusammen benutzen. Also eine Hälfte dann mit dem Fix Plus und die andere dann mit dem hier. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt den neuen Primer, den ich bestellt habe, zu benutzen und einen, wo ich eine Probegröße davon habe. Und zwar habe ich hier einmal das All Nighter Face Primer Longwear Foundation Grip. Das ist eine kleine Größe. Ich habe mich erstmal dazu entschlossen, die kleine Größe zu bestellen, weil ich weiß, dass ich eine große Größe wahrscheinlich nicht aufbrauchen würde. Und das sieht dann so aus, wenn es ankommt. Kommt mit so einem Verschluss, also einfach nur eine ganz normale Drücktube. Und das werden wir auf eine Seite aufgeben. Und auf die andere Seite kommt The Professional von Benefit. Das ist ein Pore Primer, also da kommen einfach so Schimmerpartikel mit raus, würde ich sagen. Und wenn ich den auch gerade schon in der Hand habe, dann fangen wir mal mit dem an. Ich gebe mir davon ein bisschen auf den Handrücken. Und so sieht das aus. Ich finde auch gar nicht, dass der so extrem glänzend aussieht. Es fühlt sich sehr silikonig an. Professional ist ja auch dafür bekannt, dass Poren versteckt werden und dann einfach alles total ausgeblurrt aussieht. Meine Poren sind wie weggewischt, wirklich ausgeblurrt. Wenn ihr das vielleicht im Vergleich sehen könnt, das ist echt der Wahnsinn. Und auch allgemein, ich finde, die Seite wirkt viel matter, viel ebenmäßiger und schöner. Das ist jetzt die eine Hälfte. Jetzt gucken wir mal, wie es mit der anderen Hälfte aussieht. Also das soll ja eigentlich dafür sorgen, dass es eben lange hält. Und es soll auch vorbereiten, perfektionieren sozusagen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil ich denke, es wird vielleicht ein bisschen klebrig sein. So sieht der Primer aus. Und jetzt würde ich den auch gerade mal auftragen. Also vom Gefühl her auf der Haut was komplett anderes als die andere Seite. Das hier fühlt sich sogar fast schon ein bisschen pflegend an. Irgendwie auch so leicht kühlend. Also mir gefällt hier die Konsistenz um einiges besser. Aber auch einfach nur, weil ich das unangenehm finde, diese silikonartige Base von der anderen Seite an den Fingern zu haben. Also ich denke, man kann erkennen, ich glänze auf der Seite mehr. Es wird auch leicht klebrig, aber es ist jetzt auch nicht so extrem wie der Milk Hydro Grip Primer. Ich finde, man sieht halt, die Seite Smart hat fast gar keine Poren mehr. Sieht sehr feuchtigkeitsdurchflutet aus, was echt gut ist. Wir gucken mal, wie sich das dann mit den Foundations verhält. Ich habe zwei Stück und zwar habe ich einmal eine beim Lidl gekauft. Dazu habt ihr bestimmt schon einen Short gesehen. Ich wollte es aber unbedingt nochmal in ein Video mit einfügen, um eben nochmal ein bisschen mehr Meinung dazu abgeben zu können. Die sieht so aus, also wirklich Lidl Foundation. Die hat 3 Euro gekostet, 2,99. Wenn ihr das Short geguckt habt, ich bin jetzt schon begeistert von ihr. Dann habe ich mir noch von Look Fantastic, da habe ich übrigens die Produkte bestellt, habe ich mir eine Yves Saint Laurent Foundation geholt. Das ist meine allererste. Ich hatte davor nur ein Lippenprodukt
Und da habe ich mich für diese hier entschieden. Es gab auch noch so eine andere mit einer goldenen Verpackung. Da war ich aber irgendwie nicht so angetan von. Die sieht halt auch irgendwie voll cool aus mit diesem Ombre-Verlauf. Und dann kommt halt eben auch so ein Pumpspender dazu. Da bin ich echt gespannt drauf. Ich würde sagen, weil ich diese Foundation ja schon kenne, würde ich die auf dieser Hälfte auftragen. Und dann die auf die. Und dann machen wir das jetzt einfach mal gemeinsam. Wir fangen natürlich mit Yves Saint Laurent an und da gebe ich mir einfach gerade mal was auf den Handrücken. Ich glaube, sie könnte gut farblich passen. Sie läuft auch relativ schnell runter. Die gebe ich mir jetzt einfach hier so hin. Die ist sogar vielleicht ein Ticken zu hell. Also im Winter wird sie bestimmt perfekt sein. Im Sommer leider ein bisschen zu hell, aber das kann man ja immer auch ganz gut mit Bronzer und so weiter ausgleichen. Also in der Stirn ist sie definitiv zu hell. Ich finde, da merkt man es immer am krassesten bei mir. Weil so, wenn ich jetzt hier hingehe, hat die den perfekten Übergang zum Hals. Das ist halt bei mir wirklich sehr schwierig. Vielleicht könnt ihr erkennen, dass sie wirklich gar nicht mal so eine große Deckkraft hat. Also ich benutze jetzt gerade die ganzen Reste von meinem Handrücken, was jetzt zwei Pumpspender waren. Und damit erhöhe ich gerade die Deckkraft. Also die erste Schicht wäre wirklich wie so eine Art Skin Tint gewesen, würde ich sagen. Es ist aber auch eine Serum Foundation, habe ich jetzt gerade nachgelesen. Also eine Serum Foundation ist jetzt eh nicht unbedingt eine, wo mit viel Deckkraft unbedingt wirkt. Von daher ist es vollkommen in Ordnung, so wie sie jetzt ist. Gut, die erste Hälfte ist erledigt. Dann machen wir weiter mit der Lidl Foundation. Die ist genauso hell, muss ich sagen. Also da habe ich irgendwie fast die gleiche Farbe getroffen bei den beiden. Und hier könnt ihr vielleicht auch erkennen, die ist auch sehr leicht deckend. Also bei der habe ich auch wirklich gut aufgebaut, bis sie so eine gewisse Deckkraft hatte, die ich haben wollte. Aber auch ohne, dass es dann cakey geworden ist. Aber jetzt, wenn ich diese beiden Foundations gerade nebeneinander habe, die fühlen sich vom Auftrag her gerade voll gleich an. Die haben so gut wie die gleiche Farbe. Ich würde vielleicht sagen, dass die Lidl Foundation ein Mini-Mini-Hauch mehr Deckkraft hat. Zumindest sieht man das jetzt gerade hier so. Also das könnte man sogar wirklich schon als Dupe bezeichnen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich ausgerechnet für ein Hot New Make-up auch gleichzeitig ein Dupe habe. Aber die fühlen sich so gleich an, wenn ich das jetzt mit dem Pinsel auftrage. Jetzt, wenn man das dann so wirklich eingearbeitet hat, ist beides komplett gleich gefühlt. Aber trotzdem, es sieht gerade sehr gut aus. Was mir direkt auffällt, also die Lidl Foundation ist definitiv diesmal ein bisschen weniger glänzend, weil ich wahrscheinlich den Professional Primer unten drunter habe. Und deswegen sitzt sie gerade wirklich etwas matter. Ich finde auch, das hier sieht gerade wirklich glänzender aus. Aber ich versichere euch, dass wenn man wirklich den gleichen Primer macht und das gesamte Gesicht oder einfach auch den gleichen Primer auf beide Seiten und dann beide Foundations benutzt, dann ist es wirklich so, als hätte man ein und dieselbe Foundation benutzt. Keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe, aber man kann hier wirklich von einem Dupe sprechen. Und das ohne, dass ich das überhaupt beabsichtigt habe. Dann möchte ich weitermachen mit Concealer. Und da habe ich auch ein, ich würde sagen, ein 9 für mich, weil der war, glaube ich, mal im Hype oder das Puder zumindest davon. Und ich habe den halt noch nicht ausprobiert, deswegen dachte ich, ich tue das jetzt mal. Und habe den halt einfach mitbestellt. Und zwar ist es der L'Oreal Infallible 24 Stunden More Than Concealer. Und den würde ich dann jetzt ausprobieren. Ich habe mir hier die Farbe 323 genommen. Okay, das kommt mit einem riesen Applikator, was ich jetzt nicht gedacht hätte. Und hier steht auch übrigens drauf, dass er stark deckend sein soll und großflächig anwendbar ist. Also wahrscheinlich kann man den auch sozusagen mit als Foundation benutzen. Ich glaube, ich gehe damit mal auf diese Seite hier. Ich habe irgendwie echt diesmal alle Produkte viel zu hell erwischt. Und auf die andere Seite gehe ich dann mit dem ERF 16 Stunden Camo Concealer. Das ist der Matte Finish. Ich habe noch den Hydrating daheim und den hier habe ich auch schon getestet. Ich hatte mal vor ein paar Wochen, ich glaube vor 2 Wochen oder so, hatte ich mal eine Bestellung bei ERF aufgegeben. Deswegen kommen dann auch später noch Lidschatten dazu. Bisher muss ich aber sagen, der gefällt mir nicht so gut. Der ist irgendwie viel zu trocken, da gefällt mir die Hydrating-Version ein bisschen besser. Dann habe ich jetzt den gleichen Pinsel rausgesucht und dann würde ich auch sagen, wir fangen mal an, hier das so zu verblenden. Also der Concealer ist echt brutal hell rausgekommen, genauso wie die Foundations. So, ich lasse es mal kurz so stehen, aber ich blende es natürlich gleich noch mit einem Schwamm aus. Jetzt gehe ich mit dem sauberen Pinsel hier auf diese Seite. Hier passt die Farbe natürlich um einiges besser. Ich habe das Gefühl, ich habe hier drüben Deckweiß drauf. Also jetzt mit dem Professional sitzt der Concealer gar nicht gut an der Nase. Es nimmt mir gerade die ganze Foundation weg. Ihr könnt es jetzt wahrscheinlich sehen. Es nimmt gerade alles weg. Oh mein Gott, ich hoffe, ich kann das retten. Dafür nehme ich gerade mal einen sauberen, frischen Schwamm. Und damit versuche ich das jetzt hier alles auszugleichen. Es funktioniert einigermaßen, aber
Ich habe mir hier, glaube ich, ein bisschen Foundation abgetragen. Wobei ich aber auch echt sagen muss, ich schwitze gerade wie verrückt. Hier ist brutal heiß. Ich habe jetzt beide Concealer ausgeblendet. Diese Stelle hier sieht man jetzt auch nicht mehr, weil ich halt wirklich richtig tief so mit dem Schwamm rein bin. Das war, glaube ich, die einzige Möglichkeit, das noch zu retten. Also wie gesagt, den hier finde ich weiterhin zu trocken. Den hier müsste ich noch mal ein bisschen öfters testen. Aber an sich muss ich echt sagen, er ist schon gut. Also ich finde nicht, dass der irgendwie was unnötig betont. Er ist halt leider zu hell, aber das ist mein Fehler. Das hat nichts mit dem Concealer zu tun. Ich würde aber nicht sagen, dass er so extrem deckend ist. Also ich würde sagen, er hat so eine mittlere Deckkraft, aber da finde ich sogar, dass der hier mehr Deckkraft hat. Aber muss ich auch einfach nochmal so ein bisschen rumprobieren. Bevor wir dann zum Setting Puder kommen, habe ich tatsächlich heute zwei flüssige Bronzer. Und zwar habe ich hier einmal den Duo de Hoola Benefit Bronzer, aber halt in flüssig. Mit dem würde ich dann auch gleich anfangen. Und so sieht das aus, so sieht auch die Farbe aus. Finde ich eigentlich ganz cool. Da gehe ich jetzt mal mit so einem Pinsel rein. Und ich würde sagen, wir geben den uns jetzt einfach mal hier auf die Seite auf. Der ist halt schon irgendwie krass orangelig, finde ich. Aber der ist jetzt nicht schlecht, um die zu helle Foundation auszugleichen. So, das ist der Bronzer auf der einen Seite. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite mit auch einem Liquid Bronzer. Und zwar ist der von Ne Makeup. Das ist ja die eigene Make-up-Marke von Dalton. Und das ist ein riesengroßer, flüssiger Bronzer. Ich frage mich ernsthaft, wer den jemals aufgebraucht bekommen wird. Also ich persönlich nicht, weil ich benutze, wie gesagt, nicht oft Creme-Produkte. Und davon gebe ich mir so ein ganz kleines bisschen nur auf den Handrücken. Und damit gehe ich jetzt hier drüben entlang. Es werden zwei komplett verschiedene Farben sein. Ihr könnt aber auch hier, glaube ich, schon erkennen, dass diese Seite wesentlich kühler ist vom Unterton. Jetzt gehe ich mit diesem Schwämmchen nochmal über beide Seiten drüber und nehme mir einfach so wieder ein bisschen überschüssiges Produkt mit weg, was ich ja eben auch bei der Foundation mache. Jetzt, wo es ausgeblendet ist, geht es auch viel besser. Also ich persönlich finde allein farblich gesehen die Seite hier schöner, weil es auch ein bisschen konturierter aussieht als jetzt die Seite. Aber wenn man wirklich so auf diese etwas orange-rötlicheren Töne steht, kann man den auch nehmen. Vom Auftrag her finde ich eigentlich beide gleich. Also die Konsistenz war jetzt sehr ähnlich. Der Auftrag ging mit beiden sehr einfach. Aber von mir aus gesehen, also wenn ihr wirklich meine ehrliche Meinung hören wollt, würde ich eher das hier holen als das da. Aber ich finde es trotzdem cool, beides jetzt da zu haben. So, dann kommen wir jetzt endlich zum Setten. Und da machen wir weiter mit dem L'Oreal Infallible 24 Stunden Fresh Wear Foundation in a Powder. Also es ist tatsächlich eine Foundation, aber ich werde das als Setting-Puder benutzen. Das mache ich mit jeder Puder-Foundation. So sieht das übrigens aus. Ich finde das Packaging ehrlich gesagt ganz cool. Und das Puder ebenso. Da habe ich auch, glaube ich, ganz gut getroffen. Ich nehme jetzt so einen sehr fluffigen, spitz zu laufenden Pinsel und gehe damit rein. Und dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal die eine Hälfte. So, die eine Hälfte ist jetzt gesettet. Ich finde, dadurch, dass das auch ein bisschen Deckkraft hat, hat es jetzt hier sehr schön die Farbe abgemildert. Was mir persönlich gerade sehr gut gefällt, weil es sieht jetzt alles natürlicher aus. Mich persönlich stört es weiterhin trotzdem, dass hier die Foundation nicht richtig sitzt. Also ich weiß wirklich nicht, ob das am Schwitzen liegt oder einfach an dem Primer, weil auf der Seite ist das halt eben nicht so krass und da schwitze ich genauso und da passiert halt nichts. Also ich glaube wirklich, dass es am Primer liegt. Jetzt machen wir aber mal mit der zweiten Gesichtshälfte weiter und da benutze ich eben auch das gleiche Produkt. Und hier das gleiche Spiel, dadurch, dass ich halt jetzt diese farbige Puderfoundation drüber habe, ist auch die Seite so ein bisschen natürlicher geworden. Ich muss sagen, bisher gefällt mir die Seite insgesamt besser. Ich glaube auch, dass die Produkte einfach jetzt alle besser miteinander harmoniert haben. Und ich zeige euch hier mal die Farbe auf meinem Finger, ist schon sehr deckend. Man könnte die definitiv als Foundation alleine tragen. Dann würde ich kurz weitermachen mit einem Produkt, was ich erst heute von Purish erhalten habe. Und zwar ist es von Nabla, das Brow Ambition. Und das soll so ein Micro-Stroking-Pen sein, also so eine ganz Mini-Spitze. Ich persönlich weiß nicht so ganz, wie ich das finden soll, weil ich bin nicht so ein Fan von hauchdünnen Sachen. Aber wir gucken mal. Ich mache mir jetzt hier einfach mal in meine Lücke ein paar Striche rein und versuche das jetzt hier vorne. Ja, ich bin irgendwie nicht so gut darin, obwohl ich eigentlich auch permanent Make-up mache. Also das sind jetzt die Augenbrauen. Ich werde sie mir jetzt auch ein bisschen auskämmen, die Farbe, weil ich persönlich mag dieses Gestrichelte gerade gar nicht. Und ja, die Farbe ist echt schön. Also die passt echt gut zu meinen Augenbrauen. Aber ich persönlich würde es halt nicht tragen, ohne dass ich sie nochmal durchkämme. Und auch an sich finde ich, das sieht gerade echt toll aus. Das finde ich gerade sehr gut, dass es sich hat so leicht ausblenden lassen. Sehr toll. Also von daher eigentlich ganz gut. Ist halt auch zum Glück eine sehr schnelle Sache. Und das persönlich ist mir immer sehr wichtig im Alltag. Deswegen mal gucken, wie ich das dann nach einer Zeit finde und ob ich das auch weiterhin benutzen werde. Dann mache ich jetzt ganz kurz noch weiter mit einer kleinen Highlighter-Palette von e.l.f. Das ist das
hier, das andere soll, glaube ich, ein Blush sein. Und den werde ich ganz bestimmt nicht als Blush benutzen. Wobei, eigentlich können wir es machen. Es ist ja egal, ob der Look am Ende kacke aussieht oder nicht. Geht es aber eigentlich hauptsächlich um den Highlighter. Das war übrigens kostenlos mit dabei. Ich hätte mir das sonst nicht extra gekauft. Und so sieht die Farbe aus. Die gebe ich mir jetzt einfach mal hier so mit hin. Ist halt jetzt überhaupt nicht gut mit dem viel zu orangenen Bronzer auch noch. Gehen wir mal auf die andere Seite mit dem. Ich gehe nochmal so ein bisschen mit dem Schwämmchen drüber, weil mir ist es tatsächlich wieder ein bisschen zu viel, obwohl ich ganz leicht rein bin. Sowas mag ich an solchen Produkten auch nicht. Also mir ist es wirklich lieber, man muss die Farbe und die Deckkraft aufbauen. Ich nehme den Pinsel und gehe damit in den Highlighter. Ich glaube, der kann sogar... Oh, kann schön sein, ja. Das kann er. Okay, dann machen wir jetzt mal eine softe Version auf die andere Seite mit Abklopfen und allem. So, ich hatte ein bisschen mit dem Highlighter übertrieben. Die Seite sieht auch echt krass aus, aber das hier sieht eigentlich ganz gut aus. Ist okay, aber die Palette hätte ich mir auf jeden Fall nicht selber geholt. Der Highlighter ist zwar sehr schön, aber ist jetzt trotzdem nichts, was ich wahrscheinlich behalten werde. Einfach auch, weil ich diesen Platz in meiner Schminksammlung dafür nicht hergeben möchte. Dann machen wir weiter mit einem neuen Produkt, was ich eben noch nie ausprobiert habe. Und zwar ist es der Paint Pot von MAC und da habe ich mir die Farbe Soft Ochre genommen. So sieht das kleine Schätzchen aus. Ich hatte es noch nie in der Hand. Ich bin total aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Und so sieht das Pöttchen aus. Ich bin mal gespannt, ob das meine Urban Decay Eyeshadow Primer Potion überhaupt übertreffen wird. Ich werde euch dann einfach in das Video einen Long-Wear-Test einfach mit einfügen, beziehungsweise euch einfach schreiben, ob sie auch unter harten Bedingungen gut gehalten hat, ohne dass sie in meine Augenfältchen kriecht und so weiter. Ich würde jetzt einfach einmal mit dem Schwamm reingehen, mir das auftragen und dann auf der anderen Seite mal mit dem Pinsel versuchen, einfach auch um so ein Gefühl für das Produkt zu bekommen. Und ihr könnt mir dann gerne an dieser Stelle schreiben, wie ihr das aufgibt. Also ich mache das ja eigentlich bei der Primer Potion immer mit dem Finger. Und die andere Seite mache ich mit so einem flachen Pinsel. Da hoffe ich natürlich, dass die Deckkraft ein bisschen höher ist. Und dann blende ich den Rest einfach so ein bisschen mit dem Finger aus. Dann kommt man auch aufs Gleiche. Es fühlt sich auf jeden Fall nicht so klebrig an wie meine Primer Potion, aber wir werden mal sehen. Jetzt habe ich vier verschiedene Lidschattenpaletten und das ist tatsächlich mein Problem heute. Denn ich habe einmal die Cookies and Dream Palette von e.l.f. Und die ist ja auch wunderschön. Die habe ich, glaube ich, nur einmal bisher verwendet. Wenn überhaupt, ja, ich glaube, ich habe sie einmal verwendet, aber nur diese beiden Töne hier. Wahrscheinlich zum Ausblenden mit den anderen Paletten. Dann habe ich mir noch diese beiden geholt. Das sind diese Mint-Paletten. Die wollte ich unbedingt haben wegen diesen beiden Schimmertönen. Und ich würde sagen, wenn ich mich für diese Kombi hier entscheide, würde ich die auch zusammen benutzen. Und dann habe ich noch aus dem Trash-Wander-Paket von GOT2BE die Starstruck-Palette. Und weil ich ja die im Trash-Wander-Paket hatte und es einfach nochmal eine komplett andere Farbe ist, so vom Farbschema her der Palette, würde ich gerne auf jeden Fall ganz sicher die hier benutzen. Ich weiß halt nicht, was für euch halt besser ist, weil ich glaube, die sind halt auch gar nicht mehr so einfach erhältlich, außer auf der e.l.f.-Webseite. Deswegen würde ich fast sagen, ich benutze dann auch die Cookies and Dreams Palette, aber gehe dann vielleicht in diese etwas bräunlicheren Töne und vielleicht auch in das helle Blau, aber ja, geht es auch nicht so krass in dieses extrem dunkelblaue und so. Ich würde dann einfach sagen, wir fangen mal mit der Starstruck Palette von GOT2BE an, als Ausgleich eben zu der anderen Seite. Ich gehe als erstes in dieses dunkle Rot rein und presse mir das jetzt hier so direkt außen hin. Dann gehe ich mit dem gleichen Pinsel in dieses etwas hellere Rot hier und das gebe ich hier so nachfolgend hin. Und damit blende ich auch schon gleichzeitig so ein bisschen beide Farben ineinander. Dann drehe ich den Pinsel um und gehe in dieses helle Rosa hier oben. Und das gebe ich jetzt bis vorne an meinen Augeninnenwinkel mit auf. Sieht schon mal sehr cool aus, würde ich sagen. Und dann würde ich auch eigentlich schon ganz gerne mal als Kontrast diesen krassen dunklen Ton hier unten nehmen. Der hat nur so ganz leichten Schimmer. Ich glaube, man wird es auch gar nicht richtig erkennen können auf dem Auge. Und das gebe ich mir jetzt hier so auf mein bewegliches Lid. Ich komme gerade sehr schwer mit meinem Finger hier in die restlichen Ecken und nehme deswegen jetzt mal einen Pinsel mit der Farbe. Und dann mache ich hier so das Restliche. Also wie gesagt, vom Schimmer sieht man jetzt nicht viel. Ich würde dann einfach mit dem Pinsel mal in diese mittlere Farbe noch gehen. Und das versuchen wir hier so komplett vorne noch so ein bisschen mit hinzugeben. So, das ist das fertige Zwischenergebnis. Diese Farbe trägt sich komplett ab von alleine. Also umso öfters ich damit drüber stempel, umso mehr nehme ich sie mir wieder ab. Die hellere Farbe hat gut funktioniert, ist aber auch kein krasser Schimmer, der der Rede wert ist. Ich muss tatsächlich sagen, wenn ich ehrlich bin, finde ich die matte Textur hier viel, viel besser als die schimmernde
und die schimmernde bleibt halt nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber die ist total fleckig und ich bin jetzt schon mehrmals drüber gegangen. So, ich habe mir jetzt auch schon mal Wimpern auf die eine Seite aufgegeben und möchte dann auch direkt mit der anderen Seite weitermachen. Und zwar eben die Elf Cookies and Dreams Palette. Dann nehme ich jetzt auch wieder so einen festgebundenen Pinsel und gehe direkt mal in das dunkle Braun hier rein. Hier fange ich jetzt mal von innen an mit der dunkleren Farbe und gebe die mir schon mal komplett so auf. Dann gehe ich mit dem gleichen Pinsel in dieses fast schwarze, was aber auch so leicht blaue Schimmerpartikel mit drin hat. Und das presse ich mir jetzt hier hinten hin. Dann bleibe ich beim gleichen Pinsel und gehe in dieses helle Braun hier vorne. Und das benutze ich eigentlich nur, um hier oben schon mal so ein bisschen zu verblenden. Dann habe ich hier noch ein Produkt, was ich neu habe und das möchte ich gerne noch benutzen. Allerdings habe ich es halt neu, aber ich würde trotzdem mein schon bereits offenes davon benutzen. Das ist einfach nur so ein No-Budge-Shadow-Stick von Elf Cosmetics. Und den habe ich mir jetzt eigentlich nur nachgekauft. Also das hier ist die offene Version. Da könnt ihr es erkennen, da ist die Spitze auch schon ganz schön abgenutzt. Und mir fällt gerade auf, dass es auch zwei verschiedene Farbkappen jetzt hat. Muss wohl neu sein oder so. Und damit gehe ich jetzt hier in diese Mitte, um das als Cut-Crease-Hilfe zu nehmen. Das hatte ich damals, als ich mir das erste Mal geholt hatte, euch auch empfohlen, dass man das immer so dafür benutzen kann, wenn man eben Probleme hat, mit Concealer und einem Pinsel das zu machen. Jetzt gehe ich mit einem flachen Pinsel in dieses schöne helle Blau hier vorne und das tupfe ich jetzt hier so in meine Fake Cut Crease. Und das ist es auch schon. Ich klebe mir jetzt kurz Wimpern auf und dann zeige ich euch beide Looks noch in der Aufnahme. So, hier bin ich wieder. Dann machen wir auch direkt weiter mit den paar letzten Produkten. Es sind nur noch vier übrig. Ich würde jetzt gerne noch mit euch zwei neue Lippenprodukte ausprobieren, die ich beide eben noch nicht kenne. Und zwar einmal von Maybelline das Vinyl, also auch ein Super Stay Vinyl Ink. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen großen Unterschied macht zu den Matte Inks, aber wir werden mal gucken. Also von der Verpackung her muss ich schon sagen, das ist echt cool, wie das hier so aussieht. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal die Farbe mit euch testen. Es fühlt sich super gut an auf den Lippen. Ich glaube, das ist auch nicht so klebrig wie die Matte Inks. Also, das hatten damals sehr viele bemängelt unter meinem Video. Sie hatten gemeint, sie finden, dass diese Version praktisch sehr klebrig ist. Ich muss sagen, nachdem ihr das angesprochen hattet, ist mir das auch aufgefallen. Aber mich stört es halt irgendwie nicht. Auch wenn ich das natürlich bei Jeffree Star so nicht habe. Aber es ist halt zumindest eine günstige Drogerie-Alternative. Aber hier muss ich echt sagen, es ist zwar auch klebrig, aber mir gefällt das Finish ein bisschen besser. Ich finde, es sieht natürlicher aus. Gefällt mir sehr gut auf den ersten Eindruck. Und dann kommen wir jetzt auch schon dazu, meinen allerersten MAC-Lippenstift auszuprobieren. Ich habe mir jetzt erstmal eine kleine Größe gegönnt, weil ich habe jetzt erst vor kurzem aussortiert und ich habe einfach keinen Platz mehr und möchte auch erstmal Produkte aufbrauchen. Ich habe mich hier für die Farbe Velvet Teddy entschieden. Ich mache mir jetzt mal ganz kurz das Maybelline-Produkt weg und dann gehen wir über ins MAC-Produkt. So, dann nehme ich jetzt diese wunderschöne Farbe und gehe damit hier drüber. Die Farbe ist sehr schön. Ich hatte persönlich nur nicht gedacht, dass die so unglaublich trocken sind. Ich habe die mir echt immer ein bisschen cremiger und saftiger vorgestellt. Auch wenn ich die so bei anderen Leuten in Videos und so gesehen habe. Deswegen bin ich gerade ein bisschen durcheinander einfach nur, aber die Farbe ist sehr schön und ich glaube, dass dadurch, dass sie halt so trocken sind, dass der auch ganz gut und lange hält, werde ich auch mal ausprobieren die nächsten Tage. Also die beiden Produkte sowie die Foundation, einfach alles aus diesem Video, werde ich nochmal die nächsten Tage testen. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu den zwei letzten. Wir benutzen jetzt einmal dieses Daltung Spray auf der einen Seite. Das hat auf jeden Fall einen sehr krassen Sprühnebel, also da muss man echt aus mehr Entfernung sprühen. Ich mache das dann sowieso immer so, dass ich hier das alles dann nochmal nacharbeite. Normalerweise finde ich, dass man das hier vielleicht eher so als Primer benutzen kann, so vor der Foundation, damit die Foundation so ein bisschen flüssiger wird und besser über die Haut gleitet. Dann gehen wir jetzt in das Fix Plus Matte. Da habe ich mich extra fürs Matte entschieden. Das ist mein allererstes und ich habe keine Ahnung, wie das so ist. Ich bin sehr gespannt drauf. Dann versuchen wir das mal. Also das hat auf jeden Fall einen schönen feinen Sprühnebel im Vergleich zur anderen Seite. Macht jetzt eigentlich keinen riesen Eindruck. Also ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Ich finde es okay. Also wie man halt eben ein Setting Spray beim ersten Mal benutzen bewertet. Ich finde, da muss man halt immer gucken, wie verhält sich das halt über mehrere Stunden. Deswegen ist es halt für mich auch schwer, jetzt zu den beiden Produkten irgendwas zu sagen. Wie gesagt, das hier ist aber, glaube ich, eher so ein Feuchtigkeitsspray für vor dem Make-up und nicht zum Setten. Und das hier kann ich mir gut vorstellen, dass es lange hält, weil ich habe schon
irgendwie ein anderes Gefühl auf der Haut als auf der Seite. Ich würde dann auch eigentlich so abschließen, ohne nochmal eine Zusammenfassung zu machen, weil ich sage ja immer sehr ausführlich, während ich das Produkt benutze, was ich zu dem Produkt denke. Und auch nach der Benutzung sage ich auch direkt mein Fazit. Ich finde, es waren echt viele gute Produkte hier. Wenn ich ein paar Flop-Produkte nennen müsste, dann wäre das für mich der hier, weil der mir einfach ein bisschen zu trocken ist. Und das nächste viel zu krasse Produkt ist auf jeden Fall das Professional. Also das ist mir ein bisschen zu viel. Könnte ich mir gut vorstellen, wenn ich keine Foundation tragen möchte. So lässt es halt die Foundation nicht auf meiner Nase sitzen. Und es war mir zu viel des Guten. Ist zwar schön, wenn man keine Poren sieht, aber wir alle wissen, dass Make-up auch blöde Stellen hervorhebt und auch Poren betont. Und jeder von uns hat eine Haut und die sollte auch betont werden. Ansonsten fand ich jetzt auch diese Lidschattenpalette nicht so prickelnd. Die matten Farben haben mir echt gut gefallen, was ich echt krass finde, weil ich bin das normalerweise gewöhnt, dass es dann immer andersrum ist, dass die matten Farben schlecht performen und die Schimmerfarben gut. Das würde ich halt hier an dieser Palette bemängeln. Ob ich sie behalten werde, weiß ich noch nicht, aber ich werde euch auf jeden Fall Bescheid geben. Die hier ist ganz cool. Hier mag ich auch diesen hellen blauen Schimmerton sehr gerne. Kann ich euch empfehlen, sieht auch echt cool aus. Die restlichen Produkte habe ich euch gesagt, das reicht jetzt zum Abschluss. Ich verabschiede mich dann von euch. Vielen Dank fürs Reinklicken und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!